Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu AEV Hansens Talking Hockey. Unser heutiger Gast, Yasin Elitz. Präsentiert wird das Ganze von Waschwelt. Ja, sehr gut. Yasin, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass du hier bei uns im Talk bist. Ja, danke für die Einladung. Paar Eckdaten zu deiner Eishockey-Karriere. Angefangen hast du zum Eishockey-Spielen in Bad Tölz. Dann 2010 bis 2018 das erste, ja, größere Team, wobei man jetzt nicht sagen will, dass Tölz nicht großes Team ist, aber war dann Nürnberg, die Nürnberg Ice Tigers, DEL. Und du bist dann von da aus, ja, hast einen Vertrag in der NHL unterschrieben bei den Calgary Flames, hast da 4 Spiele bei den Stockton Heat gemacht in der AHL und hast dann gewechselt zu Red Bull München, wo du heute noch spielst. Insgesamt lässt sich die Vita ja quasi fast schon wie ein Antrag für die Hall of Fame Germany, muss ich sagen. 6 Weltmeisterschaften, 2 Olympische Spiele, Olympiasilber 2018 mit dem Superteam, Champions Hockey League Vizemeister, 2-mal Vizemeister und letztes Jahr dann Deutscher Meister und Stürmer des Jahres 2000. 23. Über 700 DEL-Spiele sind es mittlerweile. Ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Spiel. Genau. Und da hast dann direkt auch noch den 300. Assist gemacht. Also Hut ab vor der Leistung. Und wir freuen uns wirklich, dass du heute unser Gast bist. Ansonsten, wie läuft's? Ja, jetzt wird es langsam besser. Ich denke, wir hatten einen durchwachsenen Saisonstart und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Aber die Pause jetzt im Februar hat uns, glaube ich, richtig gut getan und jetzt die 2 Spiele nach der Pause waren auf jeden Fall schon viel besser und jetzt haben wir nicht mehr so viele Spiele vor den Playoffs. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt so langsam ins Rollen kommen. Und ihr habt uns, muss ich auch sagen, ihr habt uns eingesessenen, alteingesessenen Augsburger Derby-Fans ein Riesenglücksmoment geschaffen bei unserem ersten Heimspielsieg, bei dem Kantersieg. Ja, das Ja. war in Augsburg wird das Also, ja quasi historisch gefeiert, immer nur. und wir brauchen euch vielleicht nochmal. Also, Ja. jetzt mal bei der Liga bleiben. Letzter Spieltag ist in München. Richtig. Ja. Ja, das ist Aber es ist eigentlich natürlich auch ein übrigens. besonderes Spiel für München im letzten Ja. Spieltag, weil es ja quasi das letzte offizielle DEL-Spiel in der alten Olympia-Eishalle ist. Ja. Also Vorrundenspiel, wie auch immer. Ich meine, wir gehen mal von Playoffs aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der SAP Garden eröffnet, aber. Aber das eine Ja. Spiel in Augsburg, ja, da was war alles? 7-1? 7-1, 7-1, oder? ja. 7-2. Ich wollte, dass du es sagst, 7-2 war es, glaube ich. Dominik. Ah, das war brutal. Das war für euch super, für uns war es Katastrophe. Ja, aber wie du gesagt hast, holprig angefangen, es wird besser. Eigentlich ist es ja die ideale Entwicklung für eine Mannschaft. Du kannst ja nicht sagen, ich kann die ganze Saison auf dem höchsten Level sein. Und wenn du die Entwicklung jetzt fortschreibst und ihr seid zu den Playoffs da, wo ihr sein wollt, dann ist eine durchwachsene Saison auch wieder alles richtig gemacht. Letztendlich geht es doch nur darum. Ja, ich denke auch. Also am Ende willst du schon irgendwie eine solide Hauptrunde spielen. Aber wir hatten ein paar Umstellungen von letzter Saison auf diese und ich denke, deswegen hat man so ein paar Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, ja, jetzt ist es super, dass wir kurz vor den Playoffs ins Rollen kommen und die Qualität ist da und ich denke, wir finden uns auch immer mehr, beziehungsweise sind kurz davor dann, ja, das Red Bull Eishockey wieder zu spielen und deswegen ist es gut für uns, dass es jetzt kurz vor den Playoffs kommt. Ich habe nur eine Frage zum Lebenslauf, Sascha, zu deiner Einstellung, weil ich das total klasse finde und eigentlich untypisch. Ich glaube, du bist 31, 31, ja. 32. Bad Tölz, Nürnberg, lassen wir mal den Versuch weg in der NHL und München. Das sind drei Vereine. Also für den Eishockeyspieler Lebenslauf klingt das erstmal als Ausnahme. Früher war das die Regel, aber inzwischen
Finde die klasse. Warst du immer daran interessiert, nahe auch der Heimat zu bleiben bei deinen Wechseln? Ja, gut, das mit Nürnberg damals hat sich ergeben. Ich war jetzt gar nicht wirklich auf der Suche, aber dann kam damals, war Lenz Funk der Manager. Und dann hat sich das mit Nürnberg ergeben zum Glück. Und dann waren es auch am Ende 8 Jahre, 8 schöne Jahre, muss ich sagen. Und das Gute war auch, dass es natürlich nicht weit weg war von zu Hause. Und dann das mit München, ja, es ist halt eigentlich dann noch besser, dass es noch näher nach Hause ist. Aber ich kann mich eigentlich glücklich schätzen, dass ich jetzt über die gesamten Jahre immer nah an der Heimat war. Was man natürlich ansprechen muss, ist Olympiasilber 2018. Ich denke, das wird eines der Highlights oder wenn nicht überhaupt das Highlight in der Karriere sein. Erstmal sowieso bei Olympia dabei zu sein, du durftest zwei Olympische Spiele mitmachen. Ich denke, das ist als Sportler ja eh was ganz Besonderes, oder? Das ist ja komplett anders als jetzt ein Weltmeisterschaftsturnier oder sowas. Ja, Olympia ist unglaublich. Also, wie alle Athleten im selben Dorf sind und alle auch im selben Esssaal sozusagen gehen. Und dann siehst du da ja auch andere Teams, andere Athleten. Das ist schon was Einzigartiges. Das hast du bei der Weltmeisterschaft nicht so. Aber die erste Olympiade in Südkorea war schon einzigartig, das stimmt. Habt ihr noch Kontakt? Gibt es eine WhatsApp-Gruppe? Ja, die gibt es immer noch. Da ist Gibt's aber noch? jetzt schon ziemlich lang nichts mehr reingeschrieben worden, aber ich denke, die wird auch jeder behalten und irgendwann treffen wir uns vielleicht nochmal. Lad uns gerne ein, dann wird ein bisschen Ja, mehr. genau. Ja, Christian Ehrhoff war ja in dem Team auch dabei, oder? Ja. Genau. Und der Marco Sturm war der Trainer, oder? Ja, genau. Weil mit dem haben wir nämlich auch den Talk gehabt und darum stelle ich dir die gleiche Frage wie ihm. Denkt man manchmal nur dran und denkt sie, kruzifix, so nah waren wir am Olympiasieger? Oder ist es vergangen und man sagt, saugeil, zweiter haben wir noch nie geschafft, aber Na, da ist denkt man, es. also wenn man an das Finale denkt, dann denkt man die ganze Zeit dann dran, ja, Kruzifix, das war kurz davor. Wir haben mit einem Tor geführt, natürlich denkt man dran, das war auch, ja, auch jetzt im Nachhinein ist es bitter, aber wir können uns trotzdem überglücklich schätzen, dass wir die Silbermedaille geholt haben dort. Ich glaube, das ist, also ich kann sagen, von meinem Wahrnehmen, das ist wahrscheinlich für den Spieler schlimmer als für die Fans. Ich glaube, es war jeder begeistert von dem ganzen Turnier und unterm Strich war es scheißegal. Also man hat kurz am Schluss gesagt, ah, aber. Ja, das Ding war, dass das halt so wirklich, ich weiß gar nicht, 55 Sekunden oder so vor Ende. Und dann Kaprizov haben die, übrigens. wie bitte? Kaprizov, ja. Kaprizov war der Torschütze. Der spielt Jetzt. jetzt in Minnesota, glaube ich. Der war der Siegtorschütze in der Verlängerung und davor war es der Gusev. Der hat Ah, den okay. Ausgleich geschossen, Genau. aber halt Genau. der Schuss, die Art und Weise, wie der da geschossen hat, das war so ein, ja, ich glaube, den könnte er jetzt 100 Mal machen und trifft ihn vielleicht einmal so. Aus der Drehung irgendwie mit der Rückhand oben rein. Das war halt dann extrem bitter, aber ja, es ist so. Ja, war super. NHL war ein kurzes Gastspiel. Wollte ich auch erfahren, was war da los in Calgary? In Calgary war ich eigentlich nicht so lange. Das war nur im Camp am Anfang. Okay. Und dann wurde ich auch dann runtergeschickt zum Farmteam. Und dann durfte ich da auch nicht wirklich spielen. Das war dann am Anfang. Und dann bis der zweite Cut war oben. Dann kamen die anderen Spieler runter. Und dann war ich schon mehr oder weniger auf der Tribüne gesessen und habe dann da zugeschaut und habe dann insgesamt 4 Spiele gehabt, aber in den 4 Spielen bin ich mehr oder weniger nur auf der Bank gesessen, habe, weiß gar nicht, pro Spiel vielleicht ein paar Minuten Eiszeit bekommen. Und dann habe ich, da war ich ja 25 zu der Zeit, und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich wieder zurückgehe und einfach spielen kann, Freude habe, weil auf der Tribüne zu sitzen und zuzuschauen, das ist einfach frustrierend. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie viel spielen werde. Und ja, bisher habe ich es überhaupt nicht bereut.
Genau, wollte gerade sagen, alles richtig gemacht. Ja, jetzt, also jetzt ist schon ein paar Jahre her und es ist keine Sekunde vergangen, wo ich mir gedacht habe, ah, wäre ich vielleicht drüben geblieben, überhaupt nicht. Also ich bin super happy mit der Entscheidung. Ihr seid ja dann mit München auch ins Finale gekommen von der Champions Hockey League. Wie nimmt man denn als Spieler die Champions Hockey League eigentlich auf? Also ist das Spiel wie jedes andere, wie Ist in es der eine Liga freudige auch? Pflicht oder? Oder ist es schon, merkt man einen Niveauunterschied oder? Ja, es macht auf jeden Fall schon Spaß, vor allem weil wir jetzt mit München eigentlich immer schon versuchen wollen, so weit wie möglich zu kommen. Aber man kommt dann eigentlich schon relativ viel rum, man sieht andere Standorte, das Niveau ist nochmal ein bisschen anders, ein bisschen schneller, beziehungsweise jede Liga spielt ein anderes Hockey und das ist ganz interessant zu sehen. Und ja, in dem Jahr sind wir natürlich bis ins Finale gekommen. Das war natürlich auch ein Highlight, aber so an sich macht Champions Hockey League schon Spaß für uns Spieler. Aber Skandinavier grundsätzlich ja immer on top irgendwie. Also jetzt heute läuft er gerade, glaube ich sogar, ist er gerade das Finale. Skellefteå ja wieder im Finale irgendwie gegen, weiß jetzt gar nicht. Ja, Genf. Aber Ich? Skandinavier Mit immer. Themen anfangen, wo du gar nicht weißt, worum es geht. Bitte? Nie mit Themen anfangen, wo du dann gar nicht weißt, wer spielt. Das ist ja Quatsch. Wieso denn? Tust du mir jetzt hier. Ja, Ja, voll die mobben Rüge bist jetzt. Der jetzt. mobbt mich. Ja, live. Ja, nee, aber es ist tatsächlich so, oder? Champions Hockey League, die Skandinavier sind schon extrem gut. Ja. Ja, das sind auf jeden Fall immer jedes Jahr oben dabei. Letztes Jahr hat glaube ich, die finnische Mannschaft gewonnen. Jetzt die Schweden mit dabei, aber die Skandinavier, ja, spielen auch. Sind ganz anderes Hockey eigentlich wie die Deutschen oder Schweizer oder Tschechen. Aber jetzt, mir sind zum Beispiel sehr gegen Genf rausgeflogen. Die stehen jetzt auch im Finale gegen das Skellefteå. Bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Aber es ist immer, wie gesagt, gut zu sehen, wie die anderen Teams spielen. Du trägst die Rückennummer 42, unsere Frage immer, wie kommst du zu so einer Nummer? Der Sinn des Lebens. Ja, Habe ich jetzt das auch ist schon wichtig. öfter gehört und gelesen, ja. Aber deswegen Ja. habe ich sie nicht genommen eigentlich. Weil Die meine Eltern Antwort kommen auf ja aus, alles, ja. ja, meine Eltern kommen aus der Türkei und die Städte fangen mit Ziffern dort an. Und die Stadt, wo mein Vater herkommt, hat die Nummer 42. Ah, okay. Aber Hast du da dann mit hätte deinem ich. Bruder dann gestritten um die Nummer oder? Na, gar nicht. Der hat die Nummer von der Mama genommen. Ihr seid ja vier Ah. Brüder, oder? Wie bitte? Wie viele Brüder seid ihr? Vier, oder? Nee, also ich habe noch zwei ältere Schwestern und der Oh, jüngere Bruder. auch vier Geschwister also insgesamt. Und du warst der Jüngste. Na, ich war der Dritte. Na, dann geht's. Dann Du geht's. bist ja super vorbereitet, Magic. Ganz gut. Aber vier wusste ich. Hallo, Frag und doch ich nie wusste dann. irgendwas, was du nicht weißt. Aber Nie anfangen jetzt schon was, türkische Eltern, muss ich jetzt kurz reinspringen. Normal müsstest du Fußballnationalspieler sein. normal schon. Gell? Ja, wie bist du Aber zum Eishockey gekommen? ja, Ja, bei ich glaube. Tölz natürlich, da ist alles Eis. Ja, das Genau. ist. In Tölz gibt es eigentlich nur Eishockey. Also es ist Tradition und der Papa hat früher als kleines Kind auch ein bisschen gespielt und ja. Wir Kinder haben dann alle eine Sportart bekommen und die haben mich dann damals aufs Eis gestellt. Und so bin ich beim Eishockey geblieben. Im Übrigen erst der zweite türkischstämmige Nationalspieler. Ja. Wer war der erste? Ha, siehst du? Frage ich mal was, Ja. was ich weiß. Sinan Ja, Aktak. bitte. Was? Sinan Richtig. Aktak. War Ja, der richtig. vor dir? Ja. Ja, aber das ist eine ungewöhnliche Geschichte, aber in Bad Tölz wahrscheinlich logisch dann. Wir hatten gestern einen Talk mit dem Cody Lempel und vielleicht hat es auch mit den türkischen Wurzeln zu tun. Du bist aus meiner Sicht bist so ein richtig feiner Eishockeyspieler, würde man bei uns sagen. Du bist so ein feiner Spieler, Sascha. So, Ja. wendig, gute Technik. Lieber mal ein Pass mehr als zu eigensinnig.
ein Sympathieträger. Also ich sag mal, bei Cody Lempel habe ich gestern zu ihm gesagt, da denke ich mir, so ein Arschloch, und das denken alle, außer jetzt bei dir in der Mannschaft. Der polarisiert extrem, weißt du, wie ich meine? Und bei dir würde ich sagen, super Spieler, hätte ich gern, gab es auch noch nie große, ja, unschöne Sachen eigentlich, finde ich bewundernswert. Und vielleicht ist dieser Spielertyp in dem Spielstil der DEL besser aufgehoben als in dem Spielstil der NHL. Das kann ja auch sein. Ja, also Cody Lamp ist auf jeden Fall unangenehm zu spielen. Ja. Ja, das sagt er Das auch. denke ich, Aber ja. Ja. auch ein ganz feiner Mensch. Ja. Der hat, glaube ich, 4 Söhne, oder? Ja. Ja. Was du immer mit deinen Söhnen? Du hast vier Was Söhne. fragst du uns? Ich werde gestern gefragt. Ich muss mal schauen im Archiv. Ja. Ja, wir haben immer eine Frage, die wir gern stellen, die geht darum, der verrückteste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast, was würdest du jetzt darauf antworten? Also mit Pini Zotto noch gespielt? Nee, Nee. gell? Aha. Der verrückteste. Ja, oder weißt du, so abergläubisch, oder da gibt es ja die deutschen Sachen. Ja gut, aber glaube ich, da muss ich fast einen Trevor Parks nehmen. Mit dem spiele ich jetzt seit 6 Jahren zusammen. Und der ist schon extrem abergläubisch. Also der hat seine komplette Routine vorm Spiel und da muss auch alles sitzen. Ansonsten ist es nicht so gut, dann ist er schlecht drauf. Aber Ehrlich? ja, wirklich, der ist wirklich extrem. Der hat ja auch seine Routine während dem Spiel, nämlich immer den Mund auf. Immer, Immer. immer. Der ist immer am Plappern, die Ja. ganze Zeit. Immer. Gell? Ja. Aber das fällt euch im Team auch auf, oder? Wenn das der immer plappert die ganze Zeit. Ja, sehr. Also. Hast du Aber eine verrückte hätten Routine? gern zurück. Wie bitte? Hast Oder? du eine verrückte Routine? Na, gar nicht. Gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch nie wirklich eine gehabt, weil, weiß nicht, falls mal irgendwas anders läuft dann und ich meine Routine nicht machen könnte, dann Das ist einfach der Punkt. ja, deswegen habe ich eigentlich nie wirklich damit angefangen. Ich schaue einfach, wie ich mich fühle oder wie ich was mache an dem Tag und nehme das dann so. Ist auch außergewöhnlich eigentlich für einen Eishockeyspieler, weil die sind da doch schon ein bisschen besonders, sagen wir mal. Ja, haben schon viele so kleine Routinen oder ja. Aber Schlimm jetzt ist, eigentlich. wenn zwei drauf hast, die als letzter beim Warmmachen runter wurden. Ich glaube, wir haben ein geiles Video, Sascha, das hast du mal geschickt, wo die Ja. In der NHL gibt es da, da haben da zwei gegeneinander gespielt, wo beide als immer als Letzter vom Eis gehen. Und die waren dann, glaube ich, 5 Minuten. Der eine hat wieder den Fuß rausgesetzt und der andere wieder und wieder rein und raus und also. Am Ende haben sie dann, glaube ich, Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, oder? Ja, genau. Das haben sie am Schluss, glaube ich, gemacht. Ich glaube, ja. Richtig. Magic, du wolltest noch mehr mathematische Frage Nein, ich stellen. wollte für unseren Stammzuschauer Hilly wollte die Frage erstmal stellen. Ein Puck, Hilly. Jasin, was ist das außenrum? Der Umfang. Und was ist das dadurch? Der Durchmesser. Und wie muss die Scheibe über der Linie sein, dass das Tor zählt? Mit dem gesamten Umfang oder mit dem gesamten Durchmesser? Die Der Frage. gesamte Umfang. Ja, Schneid, Magic. Oder der schnitt, gesamte Durchmesser. Wenn der das hat dir der Durchmesser auch Teufel drüber ist, gesagt, dann das ist das war gleich. abgesprochen. Sascha, ich sage jetzt gar nichts mehr. So. Ja, der Kommentator hat auch Umfang gesagt. Und ist ja, Hey, eigentlich ist es bei der Scheibe wahrscheinlich egal. Also es stimmt beides wohl. wenn der Durchmesser über der Linie ist, dann ist ja auch der Umfang über der Linie da. Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist richtig. Nee, Im sondern. Regelwerk steht doch Messer, glaube ich, ja? Ja, weil rein mathematisch ist das der Umfang. Und Ja? wenn du die Strecke des Umfangs sagst, müsste über der Linie sein, dann wäre das 2,5, 2,25 mal der Durchmesser.
Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich den Puck einen Umfang, wenn jetzt das hier die Linie ist und ich roll den einen Umfang, dann bin ich ja hier. Und bei Durchmesser bin ich hier. So, aber jetzt Schluss. Aber nur wenn er aufsteht. Beim nächsten Was Tauchgang ist, wenn er kennt man liegt? die. Die Da Scheibe kann ich liegt ja ja den, dann meistens. kann ich ja nicht. Ja, jetzt haben wir, jetzt überlegt er gerade nämlich, dass er beim letzten Spiel, also das war ja, Nee, wenn was die ihr da Scheibe rollt, so diskutiert habt. wenn die Scheibe so über die Linie rollt. Ja, dann muss ich es auch bloß mit dem Durchmesser drüber. Aber nicht mit dem Umfang. Umfang wäre zu viel. Nö. Ist ja Genau. wurscht, Dann aber müsst ihr ja sobald sie komplett durchrollen. über der Linie ist, ist sie drin. Egal wie er liegt. Der darf halt die Linie nicht berühren. Ja? So sieht's aus. Habt Jetzt ihr kommen wir mal jetzt? wieder zurück zu unserem Ja, Gast. kommen wir mal zurück zum Ja, Wichtigen. echt. Das Also, ist Tipp so für unglaublich. Kommunikation jetzt noch bei euch. Was du musst, als Meister muss man immer sagen Meister, oder? Eigentlich auch blöde Frage. Ich hab jetzt. Tipp für die Playoffs. Wie bitte? Tipp für eure Playoffs. Was ist euer? Also, unser Ziel ist, dass wir Meister werden. Gleiche. Das Ja, war's. was soll er denn jetzt Als, sagen? ja, Soll er sagen eben. Eisbären Soll er Berlin sagen, oder was? als deutscher Dritter, Meister soll ja eh, eigentlich hast du ja immer das gleiche Ziel und du kannst nur verlieren. Das ist ja das Problem. er. Ja, nee, aber ich denke wirklich, also wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu. Vor allem mit 10 Jahren der Mannschaften auch, dass wir so langsam ins Rollen kommen und es macht uns wieder gefährlich und mit der Qualität, denke ich, haben wir auf jeden Fall das Zeug und brauchen wir uns nicht irgendwie verstecken. Auf jeden Fall. Hast du SAP Garden schon gesehen? Wart ihr schon drüben? Wir waren drin, aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Und ansonsten haben wir jetzt auch nur auf Social Media die Videos und Fotos gesehen. Mhm. Freut man sich auf die Arena? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt lang genug gewartet oder warten noch ein bisschen. Aber ich muss sagen, jetzt im alten Stadion finde ich es auch mega geil zu spielen. Also es ist halt so typisch Oldschool und vor allem, wenn man Derbys hat, jetzt Augsburg, Straubing, Wenn man Ingolstadt. Derbys hat, sind sogar Zuschauer da. Ja, dann ist es richtig. Dann ist also richtig Rambazamba in dem Stadion und es ist so klein und kompakt und deswegen ist eigentlich immer eine richtig gute Stimmung. Aber natürlich freuen wir uns natürlich auch auf die neue Arena, die Umkleidekabine und da Das haben wir wollte dann ich ein gerade paar. sagen. Die werden euch da schon eine mega Umkleidekabine bauen. Ja, also das jetzige ist halt schon richtig alt. Ja klar, das ist nur von der Olympiade im Endeffekt. 50 Ja, klar. Jahre her. Ja. Ja, 52. Danke. Ja. Bitte. Ihr Er ist weiß, im wann ich gleiche. geboren bin. Ja. Verfolgst du die NHL auch ab und zu? Ah, Oder? ein bisschen, ja. Also die Highlights laufen immer bei uns in der Kabine, aber Aber jetzt irgendwann nicht. Dass du jetzt nicht nachts so gut. aufstehst oder das Spiel anschaust unbedingt. Nein. Oder, ja. Hat man ja auch eigentlich wahrscheinlich gar keine Zeit dafür, wenn man dann sich selber auf seine Spiele konzentrieren muss und so. Ja, irgendwann ist schon viel. Bestimmt. Was sagt Wie. ihr jetzt eigentlich zu diesem Thema Samstagsspiele und so weiter? Kommt euch das entgegen? Oder habt ihr da gar keine Meinung dazu als Spieler? Ist euch das wurscht? Ihr spielt, wann das Spiel ist, fertig. Oder muss man einen anderen Rhythmus aufbauen? Ja, für uns Spieler ist eigentlich gut, für uns ist das unser Job, so deswegen, wir haben nichts anderes zu tun. Deswegen, ob wir jetzt am Donnerstag spielen, am Freitag oder am Samstag, wir spielen dann einfach. Aber ich kann schon verstehen, wenn die Zuschauer sagen, die sind gegen Donnerstagsspiele oder so, weil es dann schon spät wird und mit Arbeitstagen und so weiter, dann können wir das schon auch verstehen. Aber zum Beispiel am Samstag haben wir in Düsseldorf gespielt und das war für uns eigentlich schon gut. Also es gibt da keinen Unterschied, dass ich sage, nachmittags um 2 liegt man weniger, ich spiele lieber klassisch abends um 7 oder 7:30. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es Spieler gibt, die vielleicht am Nachmittag ungern spielen. Ach so, ja, doch. Also jetzt zum Beispiel, das Beste ist für uns, wenn wir Sonntag um 14 Uhr gleich spielen.
Okay. Dann sind wir um 17 Uhr ungefähr fertig oder raus aus der Halle und dann haben wir noch ein bisschen was vom Tag. Ja. Und das ist uns schon angenehmer, anstatt halt dann das 19-Uhr-Spiel am Sonntag zu haben. Dann wartest den ganzen Tag, bis man drankommt und ja, kann Ja, nicht kann ich wirklich ja mehr. nichts machen, klar. Ja, wer steigt ab in der DL? Oder andere Frage. Ist der Abstieg überhaupt sinnvoll? Ja, ist halt jetzt extrem, seitdem es einen Auf- und Abstieg wieder gibt, geht es halt auch da unten richtig zu. Aber wir Münchner hoffen natürlich nicht, dass Augsburg absteigt. Weil erstens mal, die Derbys sind immer geil und Augsburg, der Standort an sich, gehört schon in die erste Liga, auch mit der Arena, mit den Fans. Schon eigentlich ein perfekter Standort. Deswegen hoffen wir auf jeden Fall, dass Augsburg in der Liga bleibt. Ja, Ja, wir auch. das ist ja fast ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir hatten ja letztes Jahr die Situation schon und dann gab es das Spiel, glaube ich, kurz vor Schluss, Saisonende gegen Nürnberg oder auch in Nürnberg war das. In Nürnberg haben die irgendwelche alten Augsburger Sachen da gezeigt und Videos, auf dem ja. Videowürfel, die Ja. Nürnberger, ja. Genau. Also das hat uns auch den Abstieg leichter gemacht. In dem Moment war es ja nur der Abstieg. Aber es Ja, ist. es kommt immer darauf an, wahrscheinlich aus welchem Standort man das sieht. Wenn wir jetzt mit dem Kölner einen Talk hätten, würde er sagen, ja, Iserlohn ist uns besser, weil das Derby ist irgendwie. Aber wenn das dein Wunsch ist und das letzte Saisonspiel ist entscheidend dafür, erfüllt dir diesen Wunsch. Ja, genau. Ehrlich. Also, wir sind die Überlegen Letzten. dir deinen Wunsch zu erfüllen und dann kann nichts mehr schief Ohne gehen. jetzt Druck aufzubauen oder so, ja. Ja, okay. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Schlusswort. Daumen. Genau. Und genauso, Yasin, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. War echt mega. Und wir drücken auch dir die Daumen für dein sportliches, ja, wohl, für deinen sportlichen Wunsch, deutscher Meister zu werden. Warum nicht? Ja, also. Wir wünschen euch in München trotzdem alles Gute, Ja, alles auch dürfen jedes egal, Spiel gewinnen, bis auf das eine. ja, Ja. egal ob jetzt München das ist oder nicht, wir lieben ja alle das Spiel Eishockey und das ist das Wichtigste im Endeffekt. Und darum machen wir das ja auch mit unseren Talks, auch mal andere Spieler von anderen Teams da zu haben. Und es freut uns ja auch, wenn ihr da mitmacht. Das ist mega. Ja. Danke, ja. Also. Macht's Super, es gut. danke. Also, Grüße nach Schönen Abend. München und viel Erfolg, ja? Mach's gut. Danke. Servus. Ciao, ciao. Ciao.